Yo, 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 ich muss gerade voll aufs Klo, da schiebt euch doch mal schnell ein Infovideo in den Po. Hier ist mal wieder euer Kedos mit langweiligen Informationsvideos, die kein Schwein interessieren, außer deiner Mutter, ja? Die zieht sich das nonstop rein, das kann ich dir aber ganz sicher versichern. Ja, Leute, kein Montags in der Zone heute, da stattdessen nur dieses Bild hier und meine Stimme, die euch mal wieder irgendwas erzählt. Das hat man ja schon öfter dieses Jahr, aber dieses Jahr ist sowieso irgendwie... Das ist ein Jahr, ey, man glaubt es kaum. Wirklich, man glaubt es kaum. Kurz gesagt, es steht ja, nächste Woche steht hier die Gamescom vor der Tür, ja? Und ich habe die Möglichkeit bekommen, nochmal 2-3 Tage mit Kollegen wohin zu fahren und mich ein bisschen auszuspannen. Und diese Möglichkeit werde ich wahrnehmen, gerade weil ich in letzter Woche so scheiße viel hochgeladen habe, dass es schon gar nicht mehr feierlich war. Und das ist auch so der Punkt, den ich hier noch kurz ansprechen möchte, gleich nachdem ich den anderen Punkt angesprochen habe. Jo. Jedenfalls also heute am Dienstag und am Mittwoch, das heißt, wenn ich mir das jetzt kurz so auf dem Kalender anschaue, dann ist das 4., 5. und 6. An diesen Tagen, also heute, morgen und übermorgen, ja, wird es kein anderes Video geben außer der normalen Folge Bulli die Ehrenrunde. Ab Donnerstag geht es dann wieder vielleicht ein bisschen geregelter weiter, das weiß ich aber nicht, weil ich am Freitag wahrscheinlich gleich wieder weg bin. Aber ich werde euch dann bestimmt nochmal ein Infovideo machen, in dem erklärt wird, was denn jetzt genau passiert. Ich habe noch ein bisschen TTT auf der Platte, ich habe auch noch ein paar Flashchecks auf der Platte und ich werde auch am Donnerstag nochmal zu ein paar Aufnahmen kommen. Die Frage ist nur immer, was bekommt man alles hochgeladen und was bekommt man alles bearbeitet, und in diesem Fall gibt es jetzt halt Montag, Dienstag und Mittwoch nur Bulli die Ehrenrunde, aber weil eh irgendwie der Großteil von euch das Let's Play schaut, ist das ja nicht so schlimm, weil dann habt ihr immerhin ein Video pro Tag von mir, ja. Ist jetzt nicht so viel wie 2 oder 3 oder gar 4 am Tag, aber muss auch mal sein, ja. Jetzt gehe ich halt mal noch ausspannen vor der Gamescom, weil die wird mega viel Arbeit. Da werdet ihr zwar während der Gamescom, also innerhalb, also der Monat wird eh crazy, ja. Da werdet ihr nicht so regelmäßigen und gewohnten Content bekommen wie sonst, weil ich viel weg bin, ja, also Gamescom und so, das ist einfach alles ein bisschen Tohuwabohu, deswegen verschmürgelt einfach mal alle Upload-Pläne außer im Kopf raus. Was ich allerdings nur beibehalten möchte, ist wirklich die tägliche Folge Bulli, weil das scheiße ist, wenn so ein Story-Let's Play irgendwie mittendrin einfach mal eine Woche lang pausiert, das würde keinen Sinn ergeben. Also deswegen Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich jetzt schon 1000 Mal gesagt, gibt es nur eine Folge Bulli die Ehrenrunde. Und allerdings ist es so, dass ich wirklich letzte Woche verdammt viel hochgeladen habe. Also ich gehe jetzt hier mal kurz auf meinen Kanal, ich habe den gerade gar nicht offen, mache ich das mal hier so, komm Internet, beeil dich bitte mal kurz. Wenn ich auf meinen Kanal schaue, ja, ich schaue da jetzt gerade drauf. Nee, ich schaue nicht drauf, ich bin in meinem Videomanager gelandet. Ja, sag mal, was ist das denn hier? Der kriegt ich das Gott. So, jetzt Kanal. Ist das jetzt mein Kanal? Das ist immer noch nicht mein Kanal. Sag mal, ich bin zu blöd, die Adresse hier oben einzugeben und zu meinem eigenen Kanal zu finden. So, The Kedos Zone, bitteschön. Es ist nicht zu fassen mit mir. Also, wenn ich das jetzt hier mal so durchzähle, ja, wenn ich das jetzt mal wirklich durchzähle, dann sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Videos, die ich letzte Woche hochgeladen habe. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. 19 Videos habe ich letzte Woche hochgeladen und da habt ihr sicherlich noch nicht alles gesehen. Das heißt, für diejenigen, die sich jetzt vielleicht wirklich beschweren würden, jetzt kommt die ganze Woche lang nur Bulli, was soll das? Es ist eine Hello Kitty Adventure Map letzte Woche online gekommen. Es ist ein Flashcheck online gekommen. Es sind TTT-Folgen online gekommen. Und es sind sowieso noch Bulli-Folgen online gekommen. Und es ist auch nochmal Plants vs. Zombies online gekommen und ein Werbespot und was weiß ich was. Also man hat wirklich genug Material, das man im Nachhinein noch anschauen kann. Deswegen können wir das jetzt auch verkraften, wenn es diesen Monat ein bisschen Tohuwabohu abgeht, weil ich ja diese letzte Woche genutzt habe, um viel hochzuladen. Und jetzt gibt es halt die nächsten 3 Tage mal nur Bulli und danach vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber das weiß ich auch noch nicht. Jedenfalls wollte ich euch nur informieren, weil ich jemand bin, der seine Zuschauer gerne informiert. Ich mag Infovideos. Ich gebe es ja ganz offen zu, ich habe da einen Fetisch für. Ja? Ich werde da immer ganz schön geil und bin dann danach immer erstmal 10 Minuten lang, vielleicht auch 15 Minuten lang auf dem Klo. Weil mich das so unglaublich spaßig geil macht. Das war's mit diesem Infovideo hier. Ich werde... Nee, ich werde die Kommentare nicht deaktivieren. Hier entstehen immer so lustige Diskussionen unter den Infovideos über, keine Ahnung, über was wollt ihr dieses Mal diskutieren? Über warum sind... Warum? Nein. Warte. Warum heißt Porzellan Porzellan? Ne? Stellt euch mal die Frage und dann mal gucken, was dabei rauskommt und... Checkt die Videos ab, die letzte Woche online kamen. Viel Spaß mit den Bulli-Folgen und wir sehen uns dann wahrscheinlich 2015 organisiert wieder. Ne? Bis dann.